So, endlich ist es wieder soweit. Die Sonne scheint und ich befinde mich im Baskenland, genauer gesagt in Bilbao. Und meine ganzen Geheimtipps von dieser Kunst- und Designmetropole erfährst du in diesem Clip. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Platzhirsch TV. Mein Name ist Sascha Heide und heute gebe ich euch meine ganzen Insider-Infos zu Bilbao, zum Baskenland. Ich bin wieder hier, ich habe jetzt 3 Tage war ich unterwegs mit einer Incentive-Gruppe und ich möchte euch gerne meine ganzen Insider-Tipps weitergeben, alles was ich jetzt mit dieser Gruppe gemacht habe oder auch schon bei vergangenen Reisen erlebt habe. Es wird jetzt ein bunter Mix und ich erzähle euch einfach mal die Reise, die ich jetzt gemacht habe, plus noch ein paar Sachen links und rechts, sodass man am Ende, wenn du eine Incentive-Reise planst, schon einen sehr guten Eindruck bekommst zu Bilbao oder aber auch, wenn du einmal privat hier ins Baskenland reisen möchtest, schon mal den einen oder anderen Tipp bekommst, was man hier so Schönes machen kann. So, muss man wissen, Bilbao liegt also im Norden von Spanien, schon fast Richtung Frankreich und ist eine 370.000 Einwohner, ja, kleine Metropole, kann man schon sagen. Früher, also bis in die 80er Jahren, war vor allem Bilbao eine absolute Industriestadt. Und mit dem Verschwinden der Industrie und dem Entstehen dieses Gebäudes hinter mir, und zwar dem Guggenheim Museum, was das Wahrzeichen der Stadt ist, hat sich das ganze Stadtbild, und zwar im Kern, komplett geändert. Also vom kleinen, dreckigen Industriemoloch, von Grau zu Grün, hin zu einer absoluten Kunst- und Designmetropole. Absolut empfehlenswert. Wie sind wir angereist? Man kann von mehreren deutschen Flughäfen direkt nach Bilbao fliegen. Das ist meistens innerhalb oder von weniger als 2 Stunden erledigt. Und der Vorteil von Bilbao ist, dass der Flughafen sehr nah an der Stadt liegt und dazu sehr klein ist. Also man wirklich in 20 Minuten hat man sein Gepäck. Und es ist ein sehr kurzer Transfer, also 15 Minuten ist man vom Flughafen direkt in die Altstadt gefahren. Gleich mal eine Hotelempfehlung an der Stelle, wo ich jetzt hier bin, ist das Grand Hotel Domine, sehr schön, direkt am Guggenheim Museum gelegen. Und ich würde sagen, wenn man privat herreist, sollte man sich eine gute Reisezeit aussuchen, wo man gute Tarife bekommt. Und alle Incentive-Gäste, die ein bisschen was auf sich halten und sagen, wir brauchen ein ordentliches Hotel, die sind hier im Grand Hotel gut aufgehoben. Interessantes Tier, oben auf der Dachterrasse, wo ich mich gerade befinde, hier wird immer das Frühstück serviert. Also wunderbar, Blick über die Stadt, über den Fluss, auf das Guggenheim Museum, was wirklich das, ja, das Interessanteste an diesem Stand ist. Was haben wir gemacht? Wir sind also am ersten Tag angereist von Deutschland aus und sind dann vom Flughafen zum Hotel gefahren. Wir waren am frühen Nachmittag da und haben uns erstmal gestärkt. Und da habe ich auch schon den ersten Tipp für euch, und zwar das Restaurant Atea. Wunderschön hier in Bilbao am Fluss gelegen und hat so ein bisschen die traditionelle baskische Küche vereint mit sehr modernen Stil. Wunderschönes Restaurant, kann man empfehlen, gerade so zum Mittagessen, zum Einstieg, sehr gut. Geht aber auch abends, ganz toll. Auf jeden Fall, wenn ihr privat herreist, vorher reservieren. Gruppen, klar, reserviert man sowieso vorher, was man machen kann. Im Anschluss, das finde ich immer sehr spannend für Gruppen oder auch für Einzelgäste, sollte man sich ein bisschen bewegen. Man hat im Flugzeug gesessen, beim Mittag gesessen, dann möchte man Bilbao auch ein bisschen kennenlernen. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, macht eine Radtour. Schnappt euch ein Rad. Das ist wunderbar. Hier gibt es zwar Berge, aber die sind immer außen drumherum. Innen kann man hier wunderbar unten am Flussbett langfahren. Und es ist egal für groß, klein, alt, jung, dick, dünn. Wunderbar machbar. 1,5 bis 2 Stunden. Schön Bilbao mit Guides dazu, die immer mal anhalten und dann links und rechts schon ein bisschen was erzählen. So hat man einen wunderbaren Einstieg in die Stadt. Wir haben eine Tour gemacht in etwa 2 Stunden und hatten in den 2 Stunden 10 kurze Stops, wo immer links und rechts erzählt wurde, was man machen kann. Genau, da sind wir zum Beispiel den ganzen Fluss entlang gefahren und sind oben bei dem Stadion angehalten. Das ist ja Atletico Bilbao, ist ja hier der Fußballclub. Und das zeigt auch so ein bisschen, also der Fußballclub zeigt auch ein bisschen den Stolz der Basken. Denn in der Primera Division ist es quasi das Gegenmodell zu Real Madrid, weil der Atletico Bilbao hat nur Spieler aus der eigenen Region. Ich weiß, bei den Fußballfans, da schlägt gleich so bei den Fans so ein bisschen das Herz höher. Nur Spieler aus der eigenen Region. Und das klappt wunderbar. Die haben also auch ab und zu mal spielen sie international. Und ab und zu verkaufen sie auch mal einen Spieler. Und ein bekannter Exportschlager ist Javi Martinez, der jetzt ja beim FC Bayern sehr erfolgreich schon einige Jahre spielt. Der kommt hier aus Bilbao. Genau, also wir haben uns ein bisschen bewegt. Klar, das Hotel, Check-in, muss man alles beachten. Hier im Grand Hotel Domine, dass man den Leuten ein bisschen Zeit gibt. Und abends sind wir dann in ein sehr schönes Restaurant gegangen. Und zwar ins Casa Rufo. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das ist für Normaltouristen, da kommt man nicht hin, da läuft man dran vorbei. Das ist ein Feinkostladen, der auch eine super Küche hat. Und man sieht es hier ganz deutlich. Die haben wunderschön eingekauft.
Eingangsbereich und man ist wie so einem kleinen Indoor-Markt, man ist wie in so einer kleinen Wohnstube und da haben wir quasi den ersten Abend gemacht und das kann ich auch für, egal für Gruppen oder Privatpersonen, wirklich euch nur ans Herz legen, aber ganz wichtig für Privatpersonen, das müsst ihr vorher reservieren. Das ist ein absoluter Insider, Casa Rufo. Dann hat natürlich Bilbao ein wunderbares Nachtleben. Das heißt, es gibt eine tolle Altstadt mit ganz vielen Gassen. Und in diesen Gassen gibt es auch wieder ganz viele Pinchel-Bars, es gibt wieder nochmal querere Kneipen. Man kann draußen stehen, man kann jederzeit noch einen Cava trinken, aber auch in der einen oder anderen Bar oder in einem anderen Club versacken. Die Infos gibt es dann mal an separater Stelle. So, nächster Tag, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir möchten Bilbao ein wenig verbinden. Da gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, man fährt nach San Sebastian. Das ist also ungefähr eine Stunde mit Bus entfernt. Auch für die, die ein bisschen auf Thema Kunst und Kultur stehen, kann man auch eine Strecke mit dem Bus machen, direkt schön am Wasser entlang. Oder Plan B, was wir gemacht haben, wir haben uns dem Thema Gourmet und Wein gewidmet. Und zwar sind wir in das Rioja-Gebiet gefahren. Aber es wäre zu langweilig, wenn man das mit dem Bus machen würde. Deshalb haben wir gesagt, wir machen am Vormittag eine Ententour. Die beginnt, ja, Enten de Cheveux kennt man, diese kleinen französischen Fahrzeuge. Die wurden extra angekarrt für uns. Und dann haben wir eine Tour gemacht von Bilbao zum Rioja Weinanbaugebiet. Und dazu immer noch während der Reise einzelne Stops angebaut. Zum Beispiel waren wir da in einer ganz urigen Käsemanufaktur, wo also ein Familienbetrieb noch den Käse von Ziegen selbst herstellt. Und solche Stops wurden quasi eingebaut. Und dann quasi wurde es damit eine wunderschöne, interessante Tour. Das sehen wir auch mal ein paar Bilder. Das hat den Leuten also richtig Spaß gemacht. Und das ist wirklich so eine Geschichte, wo man so ein Tagesprogramm wirklich richtig, richtig aufwerten kann. Ententour kann ich nur empfehlen. Das ist nun mal Fahrfeeling pur. So, Marques de Riscal war dann unser Zielpunkt. Das ist ein Weingut in so einem kleinen 1000-Seelendorf. Und die schon seit, das muss ich ganz kurz nachschauen, seit 1862 haben die von jedem Jahrgang heben die Flaschen auf. Und 2006 wurde dann dieses tolle Designhotel Marques de Riscal noch dazu gebaut. Also 2006 wurde dieses Hotel noch dazu gebaut und dort ist auch ein Sterne-Restaurant drin. Und dort kann man dann auch zum Mittag oder zum Abendessen machen. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an, wie es im Marques de Riscal ist. So, das ist das fantastische Weingut Marques de Riscal im Rioja-Gebiet. Und wer sich das genau anschaut, sieht gewisse Parallelen zum Guggenheim-Museum in Bilbao. Und ganz klar, das ist der gleiche Architekt. So, nach dem Mittagessen im Marques de Riscal und noch einer Weinprobe ging es dann für uns zurück. Und da gibt es noch ein weiteres kleines Highlight, was man sehr gut machen kann. Und zwar hier in Bilbao fließt ja der Fluss und der Fluss fließt hoch zum Meer. Und direkt an der Mündung zum Meer gibt es die Biscaya-Brücke. Und die Biscaya-Brücke kann man quasi auf der einen Seite mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Man kann oben komplett drüber laufen, auf der anderen Seite wieder runterfahren und dann quasi mit seiner schwebenden Fähre wieder zurück zum Ausgangspunkt machen. Das ist ein wunderbares Highlight für viele Leute, kann man auch sehr gut am Abreisetag machen oder am Ankunftstag. Ist so ein kleines Highlight, was so ein bisschen was Besonderes ist von Bilbao. Genau, dann habe ich noch einen zweiten Restaurant-Tipp, was man abends machen kann, und zwar Restaurant Janiola. Das wäre für alle die, die ein bisschen die feinere baskische Küche kennenlernen möchten oder für Unternehmen, die sagen, ich brauche so einen Abend, wo wir so ein bisschen Gala-Abend-Style haben. Das ist auf jeden Fall das Janiola, auch hier vom Grand Hotel Gomine, nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Alles abends kann man sehr viel zu Fuß machen, also die Restaurants sind alle fußläufig, ist ganz toll, brauchen also keine Transfers mehr per Bus. So, Janiola. Danach, wer möchte, klar, wieder Nachtleben. Aber auch das Hotel hier hat eine super Bar, wo man dann um Mitternacht gerne noch einen Absacker nehmen kann. Dritter Tag, was man auf jeden Fall machen muss, ist das Guggenheim-Museum. Das ist da quasi das hinter mir. Von dem Star-Designer Frank Ogeri entwickelt worden. Und das Interessante, das habe ich auch die Tage erst erfahren, das war eigentlich vorgesehen für Salzburg. Und Salzburg hat sich aber dagegen entschieden. Und für Bilbao ist es der Hauptgewinn. Weil ohne die Initiative des Guggenheim-Museums, was 1997 eröffnet wurde, wäre Bilbao heute nicht das, was es ist. Also erst mit dem Guggenheim-Museum, als das hier entstanden ist, hat es quasi alles andere in dieser Kunst- und Designmetropole nach sich gezogen. Also dann kamen die richtigen Hotels, dann kam die richtige Gastronomie, dann kam die ganze Kunstszene, dann kamen Museen dazu und so weiter und so fort. Und erst das, durch dieses Guggenheim-Museum, ist Bilbao heute das, was es eigentlich ist. Also 1997 eröffnet und hat inzwischen über 1,3 Millionen Besucher jedes Jahr. Über 1,3 Millionen Besucher jedes Jahr, nur allein vom Guggenheim-Museum. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nach Bilbao fahrt, es ist ein Pflichttermin. Man muss ins Guggenheim-Museum, ob ich Kunstliebhaber bin oder nicht. Kostet ein 10er Eintritt und ist eigentlich ein absolutes Programm, was man machen muss. Was wir mit der Gruppe machen, es gibt
direkt am Guggenheim Museum noch ein ganz tolles Restaurant. Und die haben eine schöne Terrasse, wo man schön, wie jetzt bei bestem Wetter in der Sonne, noch einen Kaffee und ein paar kleine Pinchos, das sind hier die Tapas, genießen kann. Und von da aus geht es wieder zurück zum Flughafen. So, dafür habe ich noch 2-3 weitere Tipps, die ich euch sehr gern im privaten Gespräch oder per E-Mail oder in einem Termin, wie auch immer, oder telefonisch zusende. Von da würde ich sagen, schreib mir einfach eine E-Mail. Wenn du auch eine Incentive-Reise mal planst oder privat mal ins Baskenland möchtest, gebe ich dir gerne noch 2 oder 3 Tipps. Und dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren. Wenn dir die Infos weiterhelfen, freue ich mich natürlich über ein Like. Und dann sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Heide.